Hallo und ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe von Börse Stuttgart Anleihenforum. Große Dinge werden derzeit erwartet von der EZB, der Europäischen Zentralbank. Sie ist die schlagkräftigste Waffe derzeit im Kampf gegen die europäische Schuldenkrise, gewissermaßen die letzte Verteidigungslinie. Aber sie ist unabhängig in ihren Entscheidungen. Eine Entscheidung ist bereits gefallen. Den Leitzins hat Mario Draghi wie erwartet gesenkt. Er hat das Amt des EZB-Chefs in einer der schwierigsten Phasen der Europäischen Zentralbank übernommen. Mario Draghi muss liefern, solange die EU-Politiker dies nicht können. So senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins auf ein Rekordtief von 1%. Bereits im November hatte man den Zinssatz um 0,25% gesenkt. Ein tiefer Leitzins soll eine Rezession in der Eurozone vermeiden. Im Kampf gegen die Krise fordern zudem viele Ökonomen von der EZB in großem Stil, notfalls unbegrenzt, Staatsanleihen strauchelnder Euro-Staaten zu kaufen. Damit soll verhindert werden, dass Italien stürzt und die Eurozone auseinanderbricht. Denn der europäische Rettungsschirm ist längst nicht für einen Fall Italiens gerüstet. Dieser Forderung hat EZB-Chef Mario Draghi eine deutliche Absage erteilt. Wir wollen den EU-Vertrag nicht umgehen. Der Vertrag verbietet die Finanzierung von Staaten, betonte Draghi. Zugleich erleichterte die Notenbank überraschend deutlich die Refinanzierung der Banken. So können sich Geschäftsbanken künftig für die Dauer von 3 Jahren frisches Geld in unbegrenzter Höhe von der Notenbank leihen. Bislang sind solche Geschäfte nur über 1 Jahr hinweg möglich. Die Staaten hingegen ruft Draghi stärker in die Pflicht. Die Verantwortung für die Staatshaushalte liege bei den Regierungen. Sie müssten für stabile Finanzen sorgen. Die EZB werde nicht als Staatsfinanzierer auftreten. Die Rolle der EZB im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Metzger. Er ist Leiter Portfolio-Management beim Bankhaus Bauer. Herr Metzger, die EZB hat wie erwartet die Zinsen gesenkt, leicht um 25 Basispunkte auf 1%. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Also diese Leitzinssenkung, Sie hatten das gerade erwähnt, die war doch von den Marktteilnehmern erwartet worden. Da war nicht viel Überraschung dahinter bei diesem Zinsschritt, den wir gesehen haben. Und so haben eben auch die Märkte recht verhalten reagiert. Wir hatten im Grunde kaum Kursreaktionen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Bund Future anschauen oder auf eine Reaktion beim DAX gehofft hätten. Also da war wenig Überraschung zu sehen bei den Marktteilnehmern. Aber vielleicht bräuchte man auch die eine oder andere Überraschung, um die Eurozone zu stabilisieren. Was tut die EZB, um die Eurozone zu stabilisieren? Tut sie genug? Also sie tut doch einiges. Vor allem sie sendet eben auch Signale zusammen mit den anderen Notenbanken, dass man bereit ist, zum Beispiel mit Liquidität den Banken zu helfen. Wir hatten ja beispielsweise erst kürzlich eine konzentrierte Aktion der wichtigsten Notenbanken weltweit, die darauf abgezielt hat, die Banken mit Liquidität zu versorgen, insbesondere die europäischen Banken mit Dollar zu versorgen. Diese hatten doch Schwierigkeiten, die letzten Wochen an Dollar zu gelangen. Man misstraut sich hier gegenseitig und da gibt es doch starke Signale eben von den Notenbanken, hier mit Liquidität zu helfen, die Märkte dann auch ein Stück weit zu unterstützen und eben Zeit zu kaufen, Zeit, die nötigen Reformen einzuleiten in Europa. Also hier ist die EZB nicht untätig. Was passiert denn mit den Staatsanleihen? Die EZB betreibt ja ein durchaus riskantes Geschäft damit. Die EZB fährt eben hier auch den Kurs, mit diesen Staatsanleihekäufen die Märkte zu unterstützen und eben, wie gesagt, Zeit zu kaufen, dass nötige Reformen eingeleitet werden können in den entsprechenden Ländern. Behält sich aber vor, eben diesen großen Schritt, der vielleicht von vielen gefordert wird, eben massiv Staatsanleihen der entsprechend als kritisch gesehenen Länder, Spanien, Italien und so weiter, zu kaufen. Ganz im Gegenteil, man wird sich eben auch wahrscheinlich weiterhin vorbehalten, eben diesen Druck auch weiterhin auf die Reformen oder dass es Reformen gibt, eben hochzuhalten. Und man wird hier sicherlich auch erst einmal die Beschlüsse des Gipfels, der eben heute beginnt, des EU-Gipfels in Brüssel, abwarten, welche Schritte denn eben hier von der Politik kommen.
Vom Gesetz her ist ja die EZB unabhängig in ihren Entscheidungen. Natürlich macht die Politik derzeit mächtig Druck. Ist die EZB tatsächlich noch unabhängig in ihren Entscheidungen? Die EZB ist unabhängig in ihren Entscheidungen. Viele dieser, wenn wir so wollen, unkonventionellen Maßnahmen, die sind eben dieser gesonderten Situation geschuldet, die wir im Moment am Markt erleben. Und sicherlich auch notwendig, um das Renditeniveau in den als kritisch gesehenen Staatsanleihebereichen Italien, Spanien und so weiter auf einem gewissen Level zu halten, um eben diese Zeit den entsprechenden Staaten zu geben, die Haushalte zu konsolidieren, entsprechende Reformen einzuleiten. Herr Metzger, vielen Dank für den Augenblick. Wir sprechen gleich weiter, dann über die Anleihenmärkte. Vorher ganz kurz einen Blick auf die Entwicklung im Unternehmensbereich bzw. im Bond-M-Segment. Das ist ja der Bereich für die Unternehmensanleihen. Schauen wir mal kurz auf die Tafeln. Der Bond-M-Index spiegelt ja die Entwicklung in diesem Segment wider. In den vergangenen Tagen ist er gefallen von rund 95% auf etwa 91%. Aber ja, vielleicht das Positive auf diesem Bereich oder auf diesem Niveau hält sich der Index seit einigen Tagen. Und so sieht es in den einzelnen Unternehmen aus. Das verrät uns der Blick auf die besten Performer der vergangenen Tage. Da haben wir im Prinzip gute alte Bekannte wieder. Auf Platz 1 German Pellets, Platz 2 und 3 jeweils Air Berlin. Haben die Laufzeit bis 2018, auf 3 bis 2015. Und dann haben wir auf Platz 4 die MAG IAS. Ja, schauen wir noch einen Blick weiter. Und zwar die Umsatzspitzenreiter. Ist ja auch eine ganz interessante Grafik, interessante Aussagen hier. Da haben wir zunächst auf Platz 1 die Dürr AG mit ihrer Anleihe. Auf Platz 2 Air Berlin, Laufzeit bis 2015. Auf Platz 3 Air Berlin, Laufzeit bis 2018. Und dann haben wir noch die vierte Anleihe von Air Berlin, Laufzeit bis 2014. Also die Anleihen von Air Berlin, die finden wir auf den vorderen Plätzen bei den Top-Umsatzträgern. Die Erwartungen waren hoch, die Sorgenfalten umso tiefer. Es war ein Prüfstein, kann man nicht anders sagen, für Bundeswertpapiere. Deutschland hat 5 Milliarden Euro Anleihen begeben die Tage. Und die Auktion verlief überraschend positiv. Das Angebot war rund zweifach überzeichnet. Und darüber spreche ich jetzt noch einmal mit Thomas Metzger. Noch einmal guten Tag nach Stuttgart. Herr Metzger, vor 2 Wochen noch ist Deutschland auf den Anleihen sitzen geblieben. Jetzt mit der jüngsten Auktion, ist der Ruf deutscher Staatsanleihen als der sichere Hafen wiederhergestellt? Ich würde sagen, dass dieser Ruf noch nie so wirklich in Gefahr war. Denn diese Auktion vor einigen Tagen, die Sie angesprochen hatten, wo man eben nicht in der Lage war, den kompletten Bestand an Investoren zu veräußern. Der hat zwar für gehörige Aufregung am Markt gesorgt, aber diese Auktion muss man auch sehen vor dem Hintergrund der wirklich niedrigen Zinsen, die hier geboten waren, der niedrigen Renditen. Wir lagen hier im 10-Jahres-Bereich bei nicht einmal 2%. Hier haben eben die Investoren gezeigt, dass sie eben nicht mehr bereit sind und nicht mehr alle Investoren bereit sind, zu diesen wirklich tiefen Renditeniveaus zu kaufen, dass dann natürlich auch ein gewisses Risiko eine Rolle spielt, dass man also sich fragt, welche Belastungen kommen denn auf Deutschland zu im Zuge der Staatsschuldenkrise in Europa und ist diese Rendite eben noch in Ordnung für diese Risiken, die wir hier sehen als Investoren. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber in erster Linie war es doch wahrscheinlich der niedrige Zins, der die Investoren hier von einem Kauf abgehalten hat und weniger die wirkliche Angst, dass hier im Risikobereich bei deutschen Staatsanleihen etwas Dramatisches passiert. Mit was für einer Entwicklung rechnen Sie eigentlich bei den Anleihenmärkten bis zum Jahresende? Ist ja mittlerweile ein durchaus überschaubarer Zeitrahmen. Nun, ich gehe davon aus, dass wir bis zum Jahresende keine großen Renditesprünge mehr sehen werden. Also, dass hier weiterhin die dominierenden Themen, die Staatsschuldenkrise sowie eine mögliche Abkühlung der weltweiten Wirtschaftsentwicklung sein werden. Also hier weiterhin gerade der deutsche Staatsanleihemarkt als sicherer Hafen gesucht sein wird und entsprechend die Renditen hier tief bleiben sollten. Also da gehe ich davon aus, dass wir hier wenig Entwicklung sehen werden. Dann schauen wir noch mal etwas voraus ins Jahr 2012. Was raten Sie den Anlegern hier fürs kommende Jahr? Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, relativ kurz, maximal bis mittelfristig in den Laufzeitenbereich zu gehen, eben wegen dieser tiefen Renditen. Dann besteht eben die Möglichkeit, bei Fälligkeit dieser Papiere in dann ein möglicherweise höheres Renditeniveau zu wechseln.
Als Alternativen bieten sich eben auch an Unternehmensanleihen. Also hier gibt der Anleger sozusagen einem Unternehmen einen Kredit und bekommt einen doch teilweise deutlich höheren Zinssatz geboten, als dies im sicheren deutschen Staatsanleihebereich der Fall ist im Moment. Und wenn wir jetzt mal ganz langfristig denken, dann sind vielleicht auch wieder risikoreichere Assetklassen interessant. Wenn sich das Thema Staatsschuldenkrise irgendwann einmal etwas entspannen sollte, dann könnten die Marktteilnehmer hier wieder zum Beispiel verstärkt auf Aktien setzen. Also hier kann man sich, oder mutige Anleger können sich hier schon entsprechend positionieren, zum Beispiel eben auch über etwas risikoärmere Papiere, über Discount-Zertifikate, die eben auch eine positive Rendite abwerfen, wenn die Aktien noch einmal fallen sollten. Thomas Metzger in Stuttgart, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe, meine Damen und Herren. Das nächste Börse Stuttgart Anleihenforum sehen Sie am Freitag, 16. Dezember um 9.15 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.